Wunderschön. Wunderschöner Blick hier von meiner Burg. Bitte? Was? Einmal nicht aufgepasst. Achso, das war falsch, ne? Da muss der hin und dann. Wie hat er das gemacht? So, ne? Oh. Achso, richtig, und dann muss man das ja ein bisschen um. Witzig bauen. So. So, jetzt die baut man nochmal einen Trichter über einen Werfer. Mit einer Hilfskonstruktion, ne? Trichter über einen Werfer. Der muss ja irgendwie von unten hingucken dann, ne? Ah ja. Ja. Mein Haus jetzt aber verlängere, komme ich ja so nah an die Stadt. Ach nee, der Stadthalter ist da oben, ne? Verlängere auch nur ein Stockwerk hier bei mir. So. Und oh. Warum fließt denn dann da Strom? Voll schön, alle mit dem Mondlicht. Oh. Ich habe jetzt ein Viergiebelhaus. Du Proll. So. Es ist heute schon wieder so dunkel. Und so leise. Weil das so schön ist. So, nee. Doch da. Verstanden habe ich es noch nicht. Da geht's. Ach so, das ist dein Signalgeber. Okay. Ach, da ist ja schon der Boden. Ich sparen kann. Gut. Das war also Quatsch. Rauskommen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Hab's verstanden. Sehr gut, das freut uns. Das heißt, dann könnte man diesen Mecha
Mechanismus nehmen und dann hier quasi fortführen. Oh. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das noch in dieser Folge schaffe. Schauen wir mal. Also hier ist der Eingang. So. So, ja, natürlich. So. Wie sieht's denn hier aus? Relativ gut sogar. Also... Stufe. Was haben wir denn für schöne Stufen? Unten als Verzierung kommen Bruchsteine hin, ne? Wir wissen gerade überhaupt, worüber du redest. An der Mauer sind unten Bruchsteinstufen. Ja. Ja. So. Achso, hier habe ich die Dinger noch vergessen. Naja, wurscht. Wichtig ist... Das war falsch. So. Minecraft-Musik aus. So, diese Stufe kommt weg. Schade, dass sich die Bäume nicht mit Stufen verbinden. Mit Treppen. So, jetzt habe ich ihn langsam. Ach. Dome. So, der wird doch jetzt nicht aktiviert, ne? Nee, super. Natürlich offensichtlich, dass da ein Geheimgang ist, weil das unten gar nicht so weit reingeht wie oben. So, das hat sich verbunden, das hat sich verbunden. Ich kann hier nicht wieder raus. Hier irgendwo wieder raus, Hilfe! Ja. Die Brücke angucken hier. Ach, Scheibenkleister. Nee, warte, gar nicht. Gar kein Scheibenkleister. Ich bin ja natürlich nur dumm. Wie soll die denn eigentlich nachher gestützt sein? Im Wasser oder oben irgendwie oder was? Ne? Bei der Brücke? Wasser, würde ich sagen. Säulen. Vielleicht zwei so hölzerne Jäger, genau da. Was hätte er vielleicht zuerst machen sollen? Wo? Stürzt die wieder hier ein. Hola, Scherzkis. Ach, nach unten geht auch, das ist ja witzig. Was mach ich jetzt? Kneipe? Hier mal rein. Ein goldener Esel.
Das ist schon fast eine Kneipe. Dafür ist aber eigentlich ein bisschen klein, oder? Ja, die muss noch größer. Vielleicht auch mit so einem Giebel Richtung Stall. Aber da ist ein Stall davor. Mit Tieren drin. Müssen die dann weg? Oder soll es einfach nur so eine kleine sein mit 2-3 Tischen? Ja. Man könnte sie auf jeden Fall noch 2 bis 3 Blöcke Richtung Marktplatz ziehen. Und man könnte ja eventuell den Hühnerteich etwas kleiner machen, einen Block. Und somit den Stall auch einen Block weiter rüberziehen und dann das Haus auch noch 2 breiter machen. Also ungefähr... Aber warum ist da überhaupt ein Stall an der Kneipe? Also damit der immer damit die... Fleisch hat. Ach so. Und jetzt nicht mehr, du hast das Schaf gerettet. Abhauen können. Das Schaf tanzt da rum. Ja. Vielleicht wieder einfangen. Nein. Güte, ist das hier zugebaut? Das Schaf ist weg. So meine ich in etwa. So. Mhm. Und dann halt könnte man ja theoretisch hier zumachen. Schade, fände ich, oder? Oder tut das seiner Maschine einen Abbruch? Solange die Hühner wieder im Wasser landen, nicht. Ach doch, da ist ja auch kein Wasser mehr, was da hintreibt. Das hätte eigentlich... Ja? Ja, warte, wir können es ja überall ein kleiner machen. Weil das ist sehr klein eigentlich. Ist sehr klein. Das Wasser muss ja irgendwo hintreiben, weil die Eier müssen ja... Ja. Eigentlich alle zum Trichter treiben. Treibt das alles hier ein Feld neben den Trichter. So, der kriegt keinen Sinn. Den das nicht. Was? Wir könnten das alles kleiner machen. Dass er nur 3x3 ist. Ja. Aber ist das nicht zu klein für einen Hühnerstall? Ich weiß nicht. Nee. Nicht. Kann das doch. Kann der nicht sogar, guck mal, kann der nicht sogar. Ah nee, der Trichter ist da fix, ne? Ja, man könnte unten alles umbauen, aber das ist ja auch dusselig. Das wäre ja viel zu viel Arbeit. Also den Trichter kann man auch nicht so leicht irgendwie verschieben. Und deinen zweiten Trichter da drüber bauen. Ach egal, jetzt haben wir es. Nice kleiner. Ach, was mache ich denn? So. Ich glaube, das ist richtig. Nee, warte, den hatte ich ja so gesetzt. Was hier? Wollte das Huhn da vertreiben. Oh. Läuft das Wasser jetzt überhaupt noch? Jetzt fließt das Wasser nicht mehr, es war zu klein. Nee, warte, das ist... Muss fließen. Ups. Wo hast du denn die Quelle hingemacht? In alle Ecken. Ja, dann müssen wir es schießen. Dann.
Da ist noch mehr Wasser, guck mal. Nee, das ist nur mehr Wasser geworden, weil dazwischen eine Quelle entsteht. Wir machen das jetzt einfach tief. Kommt noch mehr Erde hin? Alles klar, okay. So. Dann soll es da alles hinlaufen. Lass hier wieder Wasser ablaufen. Hier alles ganz schön eng. Jetzt fällt das da bestimmt alles rein, ich weiß nicht genau. Ich bin schon traurig, dass wir das nicht selber hinkriegen, wie Wasser fließt. Ja, was soll ja im Trichter da kommen? Das ist ja schon ein bisschen... klar, also dass wir nicht wissen, wie man ein 3x3 großes macht oder das. Oder. Ich mach's noch einmal größer hier. Wieder so groß machen wie am Anfang. War ja nur so eine Idee gewesen. Nee, mache. Groß ist es wieder ab da? Nein. Nee, ich mache es jetzt einfach ein bisschen anders. Man hätte ja auch einfach unten das anpassen können, aber das wäre zu einfach gewesen. Ach so, ach, sag das doch, Tammo. Entschuldigung. So, jetzt fließt das da alles wieder hin. Ich kann das doch. Alles andere hätte mich auch sehr stark gewundert. Die anderen Hühner lasse ich jetzt einfach mal da bei dir stehen und baue hier neue rein. Ja. Dann hast du sogar noch ein bisschen mehr Platz. So, was soll ich machen? Ja, aber ich wollte das nicht wegnehmen, das zu bauen. Ich wollte ja nur kurz gucken und mitentscheiden. Ich glaube, ich habe gerade etwas Kies zerstört. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, wie du es da machst mit dem Dach. Müsste ich bei deinem Haus ja mal gucken. Mit dem Giebel. Ich habe eine Kies-Zerstörmaschine gebaut. Sehr gut. So, natürlich, natürlich, natürlich. Feuer? Nee. Mit einem Tor. Oh. Ach, danach darfst du doch gerne abbiegen. Ach so, richtig, das wird hier nochmal außen verlängert. Also das wird, glaube ich, gerade richtig schick hier. Alles anders und dann war es das, glaube ich, auch, oder? Ja. Ich
Was haben sie? Ach, eine Steindecke. Holz ist hier so ein blödes. Ich habe überhaupt keine Decke bei mir im Haus. Ich gehe quasi ins Dach hinein. Mache ich das vielleicht auch? Oder? Also ich habe es mir zum Teil einfach abgeguckt von dem, wie es gebaut war. Ja. Ja, so habe ich es auch gemacht. Ich habe nur nicht darauf geachtet, dass da noch was im Dach durch Steine stecken. Ups. Ach, jetzt muss man das Dach ja viel höher machen. Oder wie machst du das? Nee, das geht ja nicht. Soll da jetzt ein Giebel rein oder soll das Dach einfach höher? Zu dem nach draußen hin? Ja, vor dem Haus. Ich hätte einen Giebel hingemacht. So, ich hätte euch da was Witziges zu zeigen. Ja, willkommen. Da unten fällt Redstone hin und her. Ich habe gerade nur gesehen, dass ich es falsch gebaut habe. Naja, ist jetzt auch wurscht. Hier unten geht das eh nicht so gut. Moment, nur damit es. So, also das ist das Tor. Sehr schön. Das ist das Tor, wenn es zu ist. Cool. Und. Ja. Ja, also. Hier drunter ist die ganze Trichtergeschichte. Cool. Geht das jetzt tatsächlich nur mit einem Material? Nee. Muss halt nur sehr gut treffen. Ja. Wollt ihr noch kurz zeigen, was ihr gemacht habt? Ja, gerne. Gut, ich nehme die Brücke. Die noch nicht abgestürzt ist. Ja. Und die abgestürzt auch ist sie auch noch nicht. Wow! Okay. Also dieses schiefe Haus hier ist noch nicht ganz fertig. Okay. Schiefe Haus von Pisa. Dann können wir halt unten dann noch, ne? Hier ist auch ein Eingang irgendwie. Da müssen wir nochmal überlegen, wie das weitergeht. Den Brunnen okay. Können wir sowieso komplett versetzen, aber hier unten, das wird noch lustig. Da kommt der Abenteurer-Treffen. Ah. Also das hier wird irgendwie die Spelunke. Also die. Schön. Ja, doch, sieht heimelig aus. Ja. Mit den verschiedenen Sitzplätzen und so, vielleicht dann nach einem anderen Boden, damit die Eichensitzplätze sich da ein bisschen besser abheben. So einen schönen antiken Schwarzeichenholzboden. Das wäre sexy. Ja, finde ich schön. Ah, es ist echt toll. Also was hier so jetzt schon zum goldenen Esel. Mein Haus ist einfach nur größer geworden, damit das nicht alles in einer Flucht steht. Das soll besser aussehen. Ja. Ist doch cool. Ist jetzt schon ziemlich groß für so einen. Das muss noch ein größer. Warum? Na, weil das hier mit den Holzbalken, die da an der Seite sind, das ist nicht. Hier müsste eigentlich ein Holzbalken sein. Hier muss ein Holzbalken sein. Naja. Ja. Da kannst du auch von mir aus einen Splitter hinmachen. Ja, so geht's. okay. Ich will's ja nicht sagen, ne? Mein iPad ist gerade ausgegangen. Ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, das hat die
Stoppuhrzeiten behalten. Das hoffe ich auch. Ist aber ein Zeichen, finde ich. Oder? Ja, ist ja auch schon so spät jetzt. Ja, das stimmt. Also, ja, Wetter wird auch schlecht. Nee, also ich muss reingehen. Schön in die Spelunke, da ist nämlich gemütlich bei so einem Wetter. Muss da noch so ein Ofen in die Ecke. Ist sie nicht offen? Leider kein Dach. Ah ja, ein Kamin kann hier rein. Da hattest du ja schon ein Design, eine Designidee. Ja, ich habe so herausgefunden, wie es funktioniert. Ah, okay. Das kannst du uns dann ja quasi beim nächsten Mal. Bei der nächsten Session. Ja, coole Sache, alles klar. Voll, jetzt will ich das wissen. Guti. Dann, liebe Freunde, es hat sehr viel Spaß gemacht, diese letzten, ja doch, über 4 Stunden mit euch verbracht zu haben. Ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. Vielleicht dann ja in einer anderen Location. Was? Werden wir sehen. Alles neu macht der Mai. Oder so. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum allerliebsten nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!